So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA 5. Wir waren in der letzten Folge ein kleiner Langfinger und haben die prominenten Gegenstände in unseren Besitz gebracht und dem guten Nigel ist wahrscheinlich übergeben. Und ja, dann hat er das Halsband in einer nächtlichen Aktion wahrscheinlich an seiner Frau ausprobiert. Den Golfschläger. Gut, das will ich mir vielleicht nicht unbedingt vorstellen, was sie damit gemacht haben. Das wäre auf alle Weisen. Auf alle Weisen. Sehr verstörend. Und dann haben wir, ich glaube, ich waren das Flipflops. Auf jeden Fall haben wir irgendeinen Kulturbeutel oder irgendeine Tasche von irgendeinem Promi. Ist der tot? Ja, der ist tot. Oh. Also der Beifahrer. Geklaut und ja, keine Ahnung, das wird sie wahrscheinlich bei ihrem nächsten Sommerurlaub tragen. Und in der heutigen Folge beginnt der Ernst des Lebens wieder. Denn wir werden uns zu dem FIB begeben. Und dort, ja, werden wir wahrscheinlich die schönste Mission in unserem Leben beginnen. Und wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, was uns erwartet. Daran habe ich jetzt keine Erinnerung. Ich hoffe nur, es wird nicht schlimm werden, sondern richtig toll und dass wir sehr viel Geld dafür bekommen und dass es keine unnötige Schießerei werden wird. Und ja, weil ich glaube, die suchen immer noch den Typen. Und da hatten wir den Typen schon eliminiert, weil der gute Michael wurde ja in diesen, wie nennt sich das denn? Dieser Leichenhalle ja untergebracht und sollte ja gucken, ob ein gewisser Herr X auch wirklich dort tot liegt. Aber es war eine Frau, also konnten wir klar sagen, nee, der ist noch am Leben. Und dann haben wir den Aserbaidschaner eliminiert, wo wir ja den anderen armen Typen foltern mussten, um die Information zu bekommen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich der Typ gewesen ist. Aber das werde ich jetzt binnen weniger Sekunden herausfinden, was uns in dieser wundervollen Aufgabe erwartet. Hallo! Ich bin da, in meiner total versifften Jogginghose, wenn alle anderen voll schnieke aussehen. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. All right. Listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley. A tow truck. Hope is they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you're the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Ich habe übrigens andere Masken gekauft. Ich konnte mich an die anderen Masken nicht erinnern. Steig in den Müllwagen. Ach, wen rauben wir denn jetzt aus? Ich weiß es nicht. Begibst du den Cypress Flats? Okay. Oder Zypress Flats? Ich weiß nicht. Geht es um Zypressen? Das sind doch eigentlich Bäume, dachte ich, oder? Ich weiß nicht, ob mir die ganze Sache so gefallen sollte. Und für das FIB zu arbeiten, ist wahrscheinlich nie ein Segen. Die Musik macht das auch wieder so spannend. So, oh, sorry. Alright, T, I'm in position. What's the ETA? Just a second. Warum weiß er, welches Auto da ist? Ach so. Ach, ist das ein Geldtransporter? Michael, you better get on your way. Get the truck in position.
Okay. Nur beide Spuren. Okay. Fällt ja auch nicht auf, ne? Also. Just stop the truck and keep it stationary. I'm stopped. You're on, F. Did Public Works change their schedule? Hey man, I got these motherfuckers! Oh. Boom! Geil. Bin ich tot? Die müssen eigentlich tot sein. Boom! Come on, hit the sticky bar. I'm doing it! Back away from the bomb, app. And make it happen! Everyone out! Let's go! On the ground, now! Move it! My fucking ears! I'm fucking deaf, you complete prick! Clean out the van, I got the guards. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run! Shut the fuck up! Come on, good to go! You hear all them sirens, dog? Muss ich das machen? Wo muss ich hin? Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Watch out! Oh, nice. Doch, ich glaube, die Mission hatte ich auch schon mal mitgemacht. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal gemacht. Boah, ist das geil. Was sind die? So, Michaels Spezialfähigkeit. Hat mir eine Spezialfähigkeit. Okay, ich hab den. Sehe ich das jetzt? Ja. Oh, die Wände. Verdammt, sind die denn alle? Was sind die denn? Sind die nicht? Allerdings. Das ist eine Spezialeinheit. Fuck, wo sind denn die alle? Ah, verdammt. Ist mit More Cups. Keep them down. LSPD sniper. Roof opposite you, just to the right. You gotta take them out, T. Wo denn? Da. I got the first shooter. Yeah, that's some tight ass work, homie. You clone one, nigga. There goes the second shooter. Achso, okay. I got visual on the snipers. They're going down. They up on that building, man. Right there. These fucking snipers. They don't go out. Wo denn? Yeah, man. Fuck you. Da. Rooftop is clear of shooters. They're coming from the left. Ja. Ah, schon wieder! Den soll ich denn nehmen? Okay.
Das ist anscheinend nicht. Unser Heli. Na, oh, Alter. Ja, warte mal. Fuck, ja. Danke. Schieß ich einfach mit dem Hintern, oder? So. Oh, 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 nein, nein, nein! Oh! Nein! Warum? Bitte lass mich bei den Sniper anfangen. Scheiße. Hey, this gonna be a nasty motherfucker, man. Nasty. So. Don't mind me. Hold your nerve. We put these guys down when you clear the area. I dropped that fucking cop. Back to the left there. More cops. No. You don't plug that alley. You're gonna get overrun. Yes. Oh. Denn the alley at the back on the left. Mad cops coming up. Send them back. Back up in the lonely area, man. Yeah. I'm up here with a rocket launcher, guys. Keep out of my way. Hey. Run to these assholes. Hold them. Der andere. So. So. Ey! Komm, mach doch mal schneller! Mikey Boy! Ja! That's a big shit! Die Scharfschüsse, ne? Ja. Ja, habe ich schon. Ich habe schon alles. Ja, Trevor. Ja, Trevor. Oh, you gotta be precise with this thing. There's tons of these assholes. Wie viele wohl sie ihre Väter und Ehemänner verlieren, ist schon ein bisschen traurig. Ja, so meins. So, wir werden auf jeden Fall die Piloten nicht ab. Oh, zieh! Los, los! Fuck, 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 fuck. Junge. Los, danke.
Fuck, ich hab kein Leben mehr. Was wir jetzt machen? Oh. Ja. Ich glaube jetzt, oder? Was ist denn der? Ja, wir haben nicht mal viele. Aber ich im Müllwagen. Okay. Ja, steig in den Müllwagen. Ich hoffe, wir bringen es alle hier heil raus. Da gibt es einen Fluchtpunkt, okay. Ja, die Frage, müssen wir jetzt alle drei dorthin bringen? Oder nur Franklin? Und die anderen... Ja, ist gut gelaufen. Es ist ja nur noch ein Stern. Aber dass sie das Militär da nicht irgendwie hingeschafft haben. Ich meine, es war eine Spezialeinheit. Aber selbst die hat uns ja uns entgegengesetzt. Aber ja, ist doch relativ gut gelaufen, bis auf den einen Fail, wo ich mich selber aus dem Rennen genommen habe. Aber dass der Hubschrauber natürlich direkt auf mich fällt, das ist ja... Hatte ich auch nicht im Blick. Ja, lass mich doch erstmal hier fahren, Mensch. Und auf der Kreuzung wird nicht die Spur gewechselt. Ach, wir fahren wirklich alle, als würde ihm die Straße gehören. Und die beiden kommen doch bestimmt dann mit dem Abschleppwagen, oder? Zum Treffpunkt. Und bin ich nun mal wirklich gespannt, ob das der wirklich letzte Gefallen für die Regierung gewesen ist. Und die Frage ist, warum, gut, das wurde wahrscheinlich erklärt, aber warum mussten wir jetzt diesen Transporter aussprengen? Da war ja nichts drin, soweit ich das gesehen habe. Und hat der Mikey Boy das schon rausgenommen gehabt? Muss ich mir dann nochmal in der Aufnahme anschauen. So. Hält bestimmt gar nicht auf, wenn hier Müllwagen einfach steht. Du hast mir gute Dienste erwiesen. Es tut mir leid. Tschüssi! Hä? Wir hatten jetzt auf mich geschossen. Hä? Ey! Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Hä, wer war denn das? Wer hat mich denn hier angegriffen? Devins Haus. Oh! Das ist auch... Das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt nicht irgendwas uns noch aufpusht, sondern wir brauchen was Entspanntes, nachdem wir hier die ganzen Polizisten aus dem Leben geschossen haben. Das ist natürlich auch ein geiles Anwesen. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great.
I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Was ist schon gewesen? Neuer Kontakt Delvin. Blitzschnell. 88 Treffgenauigkeit. Aber schön! Wir haben 88%, hätte ich nicht erwartet. Und wir haben jetzt neue Aktivitäten als Mikey Boy. Und rufe erstmal den Franklin an. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. Acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. Natürlich. Real opportunity. For money. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir... Ach, hier ist der. Werden wir uns mal den guten Salomon... Solomon anschauen. Hier mal bestimmt den Davis. Genau, den Devin. Ich glaube, das habe ich auch noch gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei oder drei Missionen gespielt und das ist es, glaube ich, gewesen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder zurück nach Los Santos uns begeben und zum guten Solomon. Und ich hätte auch gerne meinen Therapeuten mal wieder gesprochen, was der über die ganze Sache so sagt. Wenn der wüsste, was wir machen, dann würde uns wahrscheinlich einfach komplett einweisen und sagen, zwecklos. Aber mich sind trotzdem ihr Geld. Ja, also ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Ich fand sie gar nicht so schlimm. Ich habe mir sie schlimmer vorgestellt. Deswegen bin ich ganz froh, dass sie so locker flockig durchgelaufen ist, die Mission. Und dann werden wir mal gucken, was der Solomon für uns bereithält. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.